Hallo Leute und willkommen bei Oldschool Haunter. Im heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr den Effekt von alter Farbe auf einem Holzhintergrund erzeugen könnt. Dazu benötigt ihr lediglich Bastelkleber und Latex oder Acrylfarbe. Und dann kann das Ganze schon losgehen. Damit der Effekt am Ende gut sichtbar ist, wird das Holz zunächst mit einer dunklen Farbe gestrichen. Ich verwende hier schwarze Acrylfarbe, aber es kann jede Farbe genommen werden, solange diese dunkler als die Deckfarbe ist. Wenn man möchte, kann man hier das Holz natürlich auch so belassen. Als nächstes kommt der Bastelkleber zum Einsatz. Dieser wird in einer dicken Schicht unverdünnt direkt aus der Flasche auf dem Holz verteilt und mit dem Pinsel breit gestrichen. Dabei können dünnere und dickere Stellen entstehen. Das bringt am Ende mehr Varianz im Ergebnis. Dann lässt man den Kleber ca. 15 Minuten antrocknen, bis eine feine Haut auf dem Kleber entstanden ist. Diese Zeit kann dabei je nach verwendetem Kleber auch variieren. Für die Deckschicht verwende ich eine Latexfarbe, die leicht mit Wasser verdünnt wird. Die Farbe sollte dabei eine ähnliche Konsistenz wie Sirup haben. Alternativ kann ja auch mit Acrylfarbe gearbeitet werden. Die Farbe wird dann vorsichtig aufgetragen. Dabei wird der Pinsel flach gehalten und leicht über den Leim gezogen. Der Pinsel darf hier auf keinen Fall aufgedrückt werden, denn dann vermischt man die Farbe mit dem Leim. Wichtig ist, dass immer reichlich Farbe am Pinsel ist, damit diese schön über den Leim gezogen werden kann. Stellen, die schon einmal gestrichen wurden, sollten nach Möglichkeit kein zweites Mal überstrichen werden, da dies den Crackle-Effekt beeinträchtigen kann. Zum Trocknen kann eine Heißluftpistole genutzt werden. Aber Vorsicht, denn die Farbe darf keine Blasen werfen. Zum Vergleich trockne ich eine Hälfte mit der Heißluft und die andere trocknet einfach an der Luft. Durch die heiße Luft kann man jetzt schon sehr gut sehen, wie sich die Risse in der Farbe bilden. Nach ca. 20 Minuten kann man auch auf der luftgetrockneten Seite die ersten Risse erkennen. Das Milchige in den Rissen verschwindet dann, denn der Kleber trocknet am Ende transparent. Nach ca. 2 Stunden ist alles getrocknet. Jetzt sieht man keinen Unterschied mehr zwischen der luftgetrockneten Seite und der Säge, die mit der Heißluft getrocknet wurde. Der Leim ist jetzt auch durchsichtig geworden. Und so sieht man die dunkle Grundfarbe wunderbar in den Rissen der Deckfarbe. Am Ende kommt noch eine Schicht matter Klarlack darüber, um alles wetterfest zu machen. Damit sind wir auch schon am Ende des Tutorials angelangt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, auf Abonnieren zu klicken, damit ihr die Updates hier auf meinem Kanal nicht verpasst. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und sage bis zum nächsten Mal.